Es ist auch so lustig. Hast du mal Eva angeguckt? Was ist hier falsch? Wo bin ich hier? Ich kriege hier nur so halbe Sachen. Nee! Kamera aus, Kamera aus. Nein, hier wird nicht geatmet. Sobald irgendwo René erwähnt wird, ist Eva direkt schon am Schmunzeln. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Stimmschnitt-Kanal. Ich habe die Crew versammelt. Außer René, der ist nicht da. Oh Mann. Der chillt zu Hause. Wo ist René? René! Ich habe die Crew wieder jeden Morgen und warten auf René. Nein, das tun wir natürlich nicht. Aber wir haben heute mal ein bisschen Lust, ein bisschen zu lachen. Und deshalb wurden für uns extra die witzigsten Momente oder viele witzige Momente. Es wurden Memes extra erstellt für diese Challenge. Okay. Und wir dürfen nicht lachen. Lachen ist Geräusch, was einem Lachen ähnelt, das Kani zum Beispiel gerade gemacht hat. Sowas zum Beispiel gilt als Lachen und dann hat man verloren und dann muss man gehen. Okay. Okay, dann verstanden. Gehen. Verstanden. Also Leute, jetzt. Wir hören jetzt auf zu lachen. Darf ich auch so machen? Auf! Das nee, darfst du nicht. Nein, ich hab das Bild. Nicht vor den Mund halten. Aber so nicht ans Gesicht. Ja, ans Gesicht, ja. Nicht vor den Mund. Ja. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ja. Mhm. Nee. Der Blick, wenn du realisierst, dass der Kamera-Akku leer ist. Ja, finde ich schon ziemlich lustig, aber ich lache da nicht drüber. Hast du nicht schon gelacht? Nein, ich habe nur vorgelesen. Ich habe vorgelesen und ausgeatmet. Darf ich das? Nein! Nein! Hier wird nicht geatmet! Nein, hier wird nicht geatmet. So. Tanja, findest du das witzig? Ich auch. Warte, du hast gerade. Nein, ich habe ausgeatmet. Ich habe durch die Nase ausgeatmet. So. Okay. Also, ich finde, das bringt jemanden zum Schmunzeln, aber jetzt wirklich zum Lachen. Wenn ich dürfte, würde ich vielleicht lachen, aber naja, doch, mein Aber wir dürfen nicht. Und deshalb lachen wir nicht. Es ist noch nicht so, dass wir ausbrechen. Aber es ist schon. Es ist schon eine Steigerung drin. Es ist schon besser. Also ich finde, das ist schon ein nettes Meme. Naja, Kathi. Raus, Kathi! Guck mal, Donny, muss ich auch. Warte mal, du lachst doch, du lachst leise. Aber wir haben nichts gehört von Donny. Oh Mann, ich wollte eigentlich durchhalten. Ja, Kathi hat gerade schon große Töne geschrieben. Aber wie dass sie hier durchhält. Kann ich nicht meinen Joker einlösen? Ich habe einen Joker, ich habe noch eine Krone. Es gibt keinen Joker. Was für eine Krone? Wir haben das noch nie gespielt. Du kannst sowas nicht haben. Sie ist nicht Kathi, sie ist Manuel Neuer. Okay. Dann darf ich doch Manuel Neuer sein. Okay, aber dann bleibt Kathi jetzt hier und Kathi darf lachen, aber sie hat verloren. Ja, aber Kathi darf lachen. Das macht es für uns alle sehr viel schwieriger. Ich will die auch nicht verpassen, die Aber was soll das denn? Vielleicht bin ich doch Manuel Neuer. Macht der Werbung für Cola? Ja. Achso, ich bin. Ich weiß, was ich bin, aber ich weiß gar nicht, welche Situation man da nehmen könnte. Mach mal. Ich hab voll Stress! Ich hab voll Stress! Hä? Das ist doch gar nicht witzig. Nee, das finde ich auch nicht. Doch, ich dürfte ja lachen. Also ich finde, René ist schon richtig witzig. Was hast du mit René? Eva ist schon echt witzig. Sobald irgendwo René erwähnt wird, ist Eva direkt schon am Schmunzeln. So als Meme in einem Video eingebaut könnte das witzig sein, aber so alleine schwierig. Naja. Oh, Donny! Ich kenne das! Oh, ich kenne das auch, jetzt wird's schwierig. Hier, alles voller Kuscheltiere. Hier so viele Sachen. Oh. Ach ja, ich darf hier lachen. Mein Zwergfell verspannt sich so richtig. Ich merke auch gerade, ich habe richtig Probleme. Durchzustehen. Ich bin froh, dass ich mich geweigert habe, das so richtig wegatmen. Das fand ich nicht so witzig. Ich bin wirklich gestolpert. Hast du aber wehgetan, ne? Nein, hat er nicht. Aber. Das wird schwer für dich. Könnte witzig werden. Gut, aber ich muss auch zugeben, weil Eva hat wunderschöne. Da kommen ja nicht mehr viele in Frage. Also, Eva, sorry. Was? Hat er ihr ein Kompliment gemacht? Nein. Man könnte, Eva hat wunderschöne
Oder müsste man irgendwas noch da hinzufügen? Nein, aber da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Nochmal, komm ich. Es war richtig hart gedisst, war das. Das war richtig hart gedisst. Ich glaube, du stehst sogar hinter der Kamera. Gut, aber ich muss auch zugeben. Nein. Weil Eva hat wunderschöne. Wusstest du schon. Da kommen ja nicht mehr viele in Frage. Also sorry, Eva. Nein, ich meinte, Eva, sorry. Ich glaube, er meinte eigentlich wegen deiner Haare, aber was ist das denn für eine Aussage? Fies. Und den vermisst du? Den vermisst du? Oder Eva wollte ja ein Video, wo wir weinen. Eva, wusstest du das? Hast du das gerade zum ersten Mal gesehen? Oh nein! Oh nein! Eva, was? René! Kamera aus, Kamera aus! Okay. Okay, das ist dieses Dingsspiel, ne? Das habe ich auch schon mal gespielt. Ja. Achso, aber das ist gar kein Clip, sondern das ist nur das Bild. Kahn stinkt seit gestern sehr, weil. Und dann habe ich das gemalt. Dann hat Claudio das gemalt. Das ist ein Pupser. Das ist ein Pupser. Ja. Das ist eine der besten Zeichnungen, die ich je gesehen Danke. Habe. Vor allem von Claudio. Ach, diese Grafik dabei. Ich dachte, das wäre ein Einhorn, weil da vorne noch so ein Horn drin ist. Grüne Augen. Nee. Also das hier ist ein Einhorn, ja. Das hat er aber nicht gemalt. Das ist ein Einhorn, Kathi. Das ist nicht gemalt, das ist das Gemalte. Ja. Können wir das mal spielen? Ich meine das andere. Das hat doch vorne so ein Horn. Möchtest du das mal spielen? Ich möchte das mal spielen. Das möchte ich auch Wir sollten das unbedingt mal zusammen spielen. Das ist okay, so witzig. Wir spielen das mal zusammen. Ja. Das ah, guck mal, das geht weiter. Das war einmal ein Neon-Einhorn in Adopt Me City. Okay. Wo ist denn das Neon und was muss man dann da machen? Ich dachte, das wäre was, was man im Begriff raten muss. Nee, du kriegst einen Begriff vorgegeben und dann muss jemand was dazu malen und dann kriegt jemand das wieder zugeschickt, dieses Bild von, das du gemalt hast und muss eine neue Überschrift dazu machen und dann geht das immer so weiter wie stille Post. Ich kenne das anders, also das gibt es auf jeden Fall auch. Da kriegt man einen Begriff und man muss das malen und die anderen müssen raten, was man gemalt hat. Aber ja, also hier ist es quasi so mit Sätzen und dann muss der nächste das quasi weitermachen. Und dann kriegst du das am Ende halt wie so eine Kette. Es ist immer abwechselnd das Bild und die Schrift und es wechselt sich halt immer ab und es ist mega witzig. Es ist wirklich witzig. Dann will ich das auch spielen. Du siehst es auch, wir sind ja eigentlich alle, bis auf Claudio, keine Ahnung, was mit dem schon wieder los ist, aber eigentlich sind alle am Lachen. Außer Claudio. Was ist das? Eva erschießt ein Einhorn. Das ist ja falsch! Wo bin ich hier? Das ist Eva und das ist das Einhorn, was du erschießt. Ach so, können wir nochmal die Bilder davor sehen? Ist das vielleicht die gesamte Kette von Kahn? Nein. Also irgendjemand hat was gemalt und ich habe dann gedacht, dass diese Person gemalt hat, wie du ein Einhorn. Aber wir müssen ja eigentlich diese gesamte Kette sehen, was da passiert. Ja, aber das wurde uns leider nicht gemacht. Das wurde uns nicht geschickt. Wir kriegen hier nur so halbe Sachen. Was ist das? Als Einhorn-Expertin möchte ich mal ganz kurz was einwerfen. Das ist kein Einhorn, das ist ein Dromedar oder ein Kamel oder so. Ich wollte auch gerade sagen, das sieht aus wie... Wie heißt denn das nochmal mit den zwei Höckern? Dromedar. Dromedar. Aber guck mal, wir müssen alle lachen. Das ist witziger, wenn man es spielt. Das ist witzig, wenn man dabei ist, dann ist das mega witzig. Okay, ich glaube jetzt... Nein, Claudio da noch aussieht. Oh, Baby Claudio. Das ist letztes Jahr, glaube ich. Das ist Halloween. Wie klein Claudio und wie klein Daniel. Ja, wir müssen noch zuhören. Warte. Wie finde ich eigentlich hier was stimmt? Graf Claudio! Das war Halloween. Also, oh, Eva hat gelacht! Ja, Eva ist raus! Eva ist raus! Eva ist raus! Eva ist raus! Wir haben als erstes gelacht. Ja, ich gebe aber auch meinen Joker ab, ich möchte auch hier bleiben. Kann ich das noch mal sehen dafür wenigstens? Ja, du darfst es also, nicht sagen, richtig laut. Das am Ende ist das ja schon witzig. Das wäre schon witzig. Ich bin Graf Claudio! Graf Claudio! Kannst du? Wie finde ich eigentlich ein Kostüm? Hä? Hey, also ist das schon wieder vorbei? Nein! Tschüss, Dani! Was? Ich dachte, wir haben es einmal an. Das machst du! Du hast es verloren. Ja, Claudio, dann entscheidet sich das Ding jetzt hier zwischen uns beiden. Tut mir leid. Ich habe die Regel nicht verstanden. Zwischen den beiden Unlustigen, die nicht lachen. Also oh, das kann ich, das gut, das ist gut. Halt das fest. Könnte tatsächlich witzig sein, wenn es die komplette Sequenz ist. Oh nein. Hallo! Hallo! Ja. Es ist einfach Fingernagel, aber nicht witzig. Ich auch nicht, das ist egal. Ja, aber ein schlechtes Nagelstudio da. Nein, das ist ja ganz am Anfang. Da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Claudio, hast du dieser Dame den Fingernagel abgebrochen? Nein. Was ist da passiert? Claudio hat gelacht. Aber nur wegen dir. Okay, das ist Sims. Ich bin jung und fit fidel. Nein, ich bin Hast du nicht was? Quick fidel. Okay, das ist tatsächlich ein witziger Clip, okay, warte. Ich bin jung und fit fidel. Fit fidel.
Naja. Warum lachst du jetzt so, Eva? Ich weiß es nicht. Mach nochmal bitte. Ich bin jung und fit fidel. Spätestens jetzt hätte ich gedacht. Das ist keine Challenge für mich. Nein. Naja. Oh, ich glaube, das könnte tatsächlich auch lustig sein. Oh nein! Was ist das? Was ist das? Naja, Kaffee. Was passiert da? Ich wollte ihr an den Haaren ziehen, weil ich hier unsichtbar war. Das ist Vivian, die denkt, sie ist unsichtbar. Ach so, dann ist das viel witziger. Ich wollte ihr an den Haaren ziehen, aber dann jetzt einfach, oder hier, mehr das weggerannt. Die Witz hätten länger sein müssen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Dann hätte ich es verstanden. Genau. Ja, und nein, das oh, oh Gott. Oh Gott, das Sommercamp. Ah, ach, hallo Paul. Ich bin der Paul. Warte. Ja, also. Warum lachst du? Alter, du bist doch echt. Ich bin der Hase. Normal. Geh! Was ist das? You are my fire. I want it that way. Tell me why. Okay, das war's. Kein Gurken. Paul? Paul? Daniel lacht, glaube ich. Aber das war witzig, weil ich länger war. Ja, genau. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Outtakes, wo Cardi da so sitzt und dann so. Paul? Paul? Oh Mann. Das ist wirklich eins meiner Lieblings-Outtakes. Das fiel mir gerade sehr schwer. Ich mach's nochmal ab. Ja. Komm, frag mal was. Oh, ach, hallo, was Paul. Ist ich bin der Paul. Ja, also. Warum lachst du? Alter, du bist doch echt. Ich bin der Hase. Normal. Geh! Ja, das! You are my fire. I want it that way. Tell me why. Das ist ein ganz ernster Typ. Okay, das war's. Kein Gurken. Paul? Das ist herrlich. Paul? Auf die Zunge. Paul? Paul, irgendwie so. Paul? Naja. Paul? Das ist wirklich eins meiner Lieblings-Outtakes. Ich finde das ganz großartig. Ich bin nett. Oh, das war süß. Das war ein schönes Outtake. Dreh dich mal. Ja, ich dreh mich mal. Das sieht nicht schön aus. Das ist zuckersüß. Ja, das ist 70. Ich habe doch gesagt, das ist richtig, aber es ist süß. Ja. Man lacht ja auch an zuckersüß. Das sieht aus, das sieht richtig schön aus. Da muss man ein bisschen schmunzeln, einfach weil der Effekt war gut. Der Effekt ist ja dieses Feen. Dieses Feengeplinkel. Geplinkel? Geplinkel. Oh nein, ich muss jetzt kommen. Pling, pling. Oh, jetzt. Ich glaube, jetzt flext er, ne? Okay. Sieht gut aus. Das ist cool. Das ist richtig cool. Der Soundeffekt passt perfekt. Claudio kann auch gut Pokerface behalten. Dann zieht hier durch. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich richtig gut. Von die Hose aus. Ich mag die Hose. Ja. Cool. Danke. Wie findest du witzig? Die bringt dich zum Lachen, die Hose? Nee. Nein, das ist Meme. Ja, die Hose? Ja, ja. Ich weiß aber nicht. Die Hose passt gut dazu. Ja. Zu der Meme. Okay. Was immer noch das mitverstärkt. So Blumen. Ja, Schwarz-Weiß-Kontrast. Ja, so Blumen. Ich finde das so schön, wie wir hier jedes Meme analysieren, so bis ins tiefste Detail hinein. Ja, also, T-Shirt auf. Warte mal. Ich finde, wir sollten was Neues, wir sollten so Meme-Analyse machen. Kati, ja, wir sollten Meme-Analyse. Kati rettet sie. Kati rettet sie. Zieh sie aus dem Busch. Das ist Lisa. Lisa, sie wird gerettet. Ich Kati, genau. Das ist ja schön, dass du meine Hand erkennst. Okay. Psst. Was war das denn jetzt? Psst. Was ist das denn? Ich lerne nicht wandeln. Hast du eine Kobra nachgemacht? Ja, genau. Okay. Da wäre es auch schön ein bisschen länger. Ja, genau. Ein bisschen länger. Genau. Jetzt ein bisschen länger. Guck mal, warum machen wir es nicht länger? Weil dann müsste ich auch machen. Ja. Ich kann mir das immer wieder angucken. Ist das die Pet Cobra? Das weiß ja. Ich nicht. Ja, genau. Nein, das Nein. Nicht. Das hier ist die Pet Cobra. Ja, aber was ist das Weiße da? Das ist ein Frost Dragon. Ich hätte gerne einen Frost Dragon. Das ist. Mach nochmal. Noch.
da kommunizieren mit der Schlange? Nee, aber die hätten nicht länger machen müssen. Glaub mir, dann wäre es lustig. Es ist auch so lustig. Hast du mal Eva angeguckt? Oh nein. Oh, live in perfect flow. Und das jetzt schon wieder? Ja, leider. Deshalb geht's gut. Ja, leider. Naja, weil, guck mal, wenn wir verlieren, dann wegen dir. Wie alleine. Alleine? All by myself. Wisst ihr, was die Runden überschreiben müssten? Wenn René allein raus gehen rum muss. Nee, wenn René schon wieder gemeine Sachen zu Eva sagt, dann fliegt der einfach raus. Dann sag ich tschüss. Dann ist es einfach tschüss. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn für eine App schon wieder? Ich bleibe mal bei dieser Person. Ich finde, die sieht aus wie Danja. Schaut mal, Freunde. Die sieht doch aus wie Danja, oder? Sieht sie aus wie Danja? Findest du? Mach mal. Okay. Na gut, ja, eine komplett andere Länge. Ich bleibe mal bei dieser Person. Ich finde, die sieht aus wie Danja. Schaut mal, Freunde. Und die sieht doch aus wie Danja, oder? Ja, also Claudio und ich, wir sind schon ziemlich harte Brocken, ne? Ja. Wir sind harte Brocken. Ich kann ja theoretisch über alles Mögliche lachen, aber wenn ich mich zusammenreiße, dann geht das schon. Geht das schon. Ich habe eine gute Selbstbeherrschung. Wo ist das okay her? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Doch. Stimmt. Ah, Eva. Ja, wir haben so eine Rollentausch-Challenge gehört. Genau. Die war richtig, richtig witzig. Mhm. Ich finde die Überschrift auch schön. Sweet Donny. Warum steht denn da nicht Sweet Donny? Warum ist da keine Überschrift drin? Eva, warum ist das kein Meme? Eva, Wunsch bestellen. Das ist wirklich Eva. Ja, Eva, Wunsch bestellen. Nee? Da kann man so gut mitarbeiten. Das ist so ein gutes Meme-Template. Da kann man so viel mitmachen. Leute, das wird gelöscht. Nein, Spaß. Das ist gut. Ich finde Donnys Humor so ganz seltsam. Der lacht an komischen Stellen. Ich finde das auch ganz witzig, aber dass jetzt nicht so anfangen würde, ist auch gut. Ja, nicht zu lachen. Ich kann jetzt einfach fallen. Aber dann könntest du einfach, wenn Mama sagt, es gibt Pommes drüber schreiben, dann ist das nochmal tausendmal witzig. Ja, genau. Stimmt. Das ist echt gut. Man kann ja bei jedem Meme. Wisst ihr was, das nächste Mal bereit ist? Eva das einfach vor. Alles irgendwie mit Pommes kombinieren, dann ist es witzig, ne? Ja. Er versucht das gerade zu recreaten. Ja, das, ich finde, das klingt. Das hast du so große Augen? Oder? Oh nein. Nein. Ja, das. Den hab ich gemacht. Der ist gut. Ich schon. Ja. Ja, hast du nicht gelacht? Nein. Hä? Lachen. So. Lachen. Also, das ist tatsächlich ein gutes Meme. Also, ich finde aber schön, dass Eva, Donny und ich so viel lachen können und dass wir so viel Freude am Leben haben. Ja. Schaut mal auf den Blick an. Ja. Wisst ihr, was ich hier für eine. Ich hätte hier eine bessere Überschrift. Also, erstmal ist ein Rechtschreibfehler unten drin. Mir würde hier eher einfallen, wenn du eine Weihnachtskarte von Omi bekommst und Geld rausfällt. Ja, genau. Das finde ich passt hier viel besser dazu. Aber es ist ein zauberhaftes Bild von dir. Oh, das war's. Das war's. Also, Claudi und ich haben heute gewonnen, aber ich glaube, eigentlich haben Donny, Eva und Kati gewonnen, weil sie durften lachen. Ja. Jetzt müssen wir sagen, was war das Witzigste, was wir gesehen haben. Ja. Ich fand das mit der Schlange am besten. Das mit der Schlange. Das hier, ne? Ey, das war wirklich wild. Das ist ich muss sagen, ich fand. Claudio von dir. Oh, Graf Claudio stimmt auch nicht. Nein, also der Blick war gut. Der Blick war gut von dir. Graf Claudio war der hier. Ja, der ist auch zauberhaft. Du da? Weil auch einfach Danja und Claudio da aussehen, als wären die halb so alt. Ja. Sie sehen einfach Graf Claudio niedlich aus. Und jetzt sind wir einfach nicht mehr niedlich. Folgt den Augen und so. Graf Claudio. Und wisst ihr, was das Beste ist? Weil es ist schon wieder Halloween. Oh, das stimmt. Vielleicht sehen wir doch wieder Graf Claudio. Spooky, spooky. Ich geh als Winnie. Gehst du dann noch Stelzen? Okay, Donny, das fandest du am witzigsten. Kati, was fandest du am witzigsten? Lucy Müller. Also Lucy Müller war das erste, was ich richtig witzig fand, aber ich fand auch noch mehr daran witzig. Also das war tatsächlich ganz witzig. Ja, das war doch, stimmt. Das war schon witzig. Da musste ich mich wirklich zusammenreißen. Ja, ich auch. Weil der ist echt witzig. Der ist wirklich gut. Bei mir ist es Donny, als er dagegen läuft. Oh mein Gott. Du musst mich so zusammenreißen. Oh ja, das stimmt. Oh, der Clip war stimmt. Schaut mal. Ja. Der Clip der ist schon zauberhaft. Ey, da muss man wirklich. Ja, alles voller Kopf. Oh mein Gott, das ist witzig. Das ist dieser Clip ist wirklich Gold. Nochmal! Der ist wirklich Nochmal! Ich bin wieder Fan. Hier, alles voller Kuscheltiere. Hier, so viele Sachen.
Aber Hauptsache, er holt die Ananas. Hauptsache, er holt die Ananas. Hauptsache, wir haben alles eingesagt. Eigentlich nochmal das, wo ich versuche, an deine Haare zu kommen. Ja, das stimmt. Das war auch witzig. Oh, da muss ich mich, glaube ich, auch sehr zusammenreißen. Wo war das? Hier. Oh nein! Ist hier weg? Das ist richtig spooky. Das ist so spooky. Oh. Gewesen. Das mit Donny. Oh. Ja, also das war doch ganz schön witzig. Also es waren schon sehr viele witzige. Das Unwitzigste war das mit René. Welches mit René? René evangelist hat. Das war richtig unlustig. Ja. Das war ich glaub, es gibt eine Regel. Man disst mich nicht. Ja, das ist die einzige Regel. Wir haben hier keine Regeln in dem Haus, aber es gibt so eine Regel. Eva disst man einfach. Richtig. Das macht und dann auch noch hinter ihrem Rücken. Ja. Ja. Das, also René, falls du das hier siehst. Nein. Also so viel. Also ich finde, da waren sehr witzige Sachen dabei. Da waren auch viele Sachen dabei, die waren nicht so witzig für uns. Aber ja, für jeden anders, ne? Ja, für jeden anders. Vielleicht fandet ihr die Sachen ja total witzig, die wir nicht so witzig fanden. Aber vielleicht, ja. Ich hoffe, ihr habt auch mitgemacht bei der Nicht-Lachen-Challenge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bei welcher Stelle ihr euch nicht mehr zusammenreißen konntet. Und dann würde ich sagen, wenn es euch heute wieder Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.